Hallihallo und willkommen hier zu diesem neuen Video. Jetzt geht's endlich mal wieder um Dookie. Und jetzt ist gerade auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal zu erwähnen, dass ihr mir sehr gerne auch bei Instagram folgen könnt, wenn ihr das noch nicht macht, weil da fällt es mir eben so ein bisschen leichter, euch so tagesaktuell Sachen zu erzählen, weil man da ein bisschen schneller was posten kann. Da habe ich euch nämlich auch als erstes erzählt, dass wir Duke besuchen fahren. Und da habe ich euch auch gleichzeitig gefragt, ob wir denn die Kamera mitnehmen sollen. Und ich glaube, diese Abstimmung ist aussagekräftig. Deswegen haben wir das gemacht. Und das, was wir da gefilmt haben, werdet ihr jetzt gleich in diesem Video sehen. Dookie steht jetzt ja schon seit etwas über einem Jahr einer Freundin zur Verfügung und da habe ich auch letztens ja schon drüber geredet, dass wir da schauen, wie die nächsten Schritte aussehen werden und da haben wir auch so einiges Cooles beschlossen und das werde ich euch dann, genau, wenn wir alles so fertig haben, nochmal ganz genau gerne erzählen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass ihr euch unheimlich freut, den kleinen Kerl wiederzusehen. Er ist auch einfach echt der Süßeste, ne? Und auch sehr, sehr fotogen, haben wir wieder gemerkt. Hannes hatte die Kamera dabei, zum Beispiel das Thumbnail von dem Video haben wir da gemacht. Und bei Instagram habe ich auch noch ein Bild gepostet und hatte auch ein bisschen was in meiner Story. Und der guckt immer so direkt und hatte immer so einen richtig schönen, entspannten, freundlichen Gesichtsausdruck. Einfach, ja, Ballach, ne? Richtig, richtig süß. Und ich habe mich natürlich auch mega gefreut, ihn wiederzusehen. Und bin dann ja sogar noch ein, zwei Runden geritten. Und ich habe natürlich, wie immer, mein Helm vergessen, aber bin natürlich ein gutes Vorbild und auch so erzogen worden. Und es ist einfach richtig in meinem Kopf drin, dass der Kopf geschützt werden muss, sobald man auf ein Pferd steigt, weil immer irgendwas passieren kann. Deswegen bin ich natürlich nicht ohne Helm geritten, dann wäre ich vermutlich eher gar nicht geritten. Aber Tatjana hat mir schon mal ihren Helm geliehen. Bisschen klein war er für meinen Riesenschädel, aber es ging. Und dann, genau, nur dass ihr euch nicht wundert, das ist Tatjanas Helm, den ihr gleich seht. Und ja, dann sind wir einfach so rumgeritten, Hannes hat ein bisschen gefilmt und jetzt viel Spaß mit den Aufnahmen. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution.
Spaß und das war auch ein richtig schöner Nachmittag oder Abend, den wir da verbracht haben. Und wie ich ja schon angedeutet habe, wenn es weitere Neuigkeiten so richtig gibt, dann werde ich euch natürlich davon berichten. Jetzt erstmal schön, dass ihr wieder mit dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.